Die Geschichte von Anklam war über Jahrhunderte ein Auf und Ab. Auf Wohlstand und Reichtum durch den frühen Beitritt zur Hanse folgten wechselnde Herrschaften von Schweden und Preußen. Im Zweiten Weltkrieg wurde Anklam fast völlig zerstört. Die DDR versuchte den Wiederaufbau mit Plattenbauten der Serie 70. Grau in Grau, eine architektonische Zumutung. Der Stadtverwaltung stellte sich nach der Wende eine fast unlösbare Aufgabe. Vor allem am Marktplatz standen Geschäfte und Wohnungen leer. Versuche, die Trostlosigkeit zu sanieren und damit zu beleben, scheiterten. Man entschied sich für Abriss und Neuanfang. Ja, der Marktplatz war unsere Initialzündung. Wir haben die Stadt hier aus der Mitte heraus entwickelt, für die Menschen, die hier eben leben, aber auch für Gäste und Touristen, die unsere Hansestadt Anklam besuchen. Am Anfang stand ein Architekturwettbewerb. Und das, was noch vor wenigen Jahren so aussah, beeindruckt heute mit Giebeln, Erkern und Türmchen. Der Marktplatz wurde nicht nur architektonisch zu einem Erfolg, er war Auftakt einer Entwicklung. Mit neuen Wohnungen kamen neue Bewohner und dann die Touristen. Der Platz belebte sich. Wo früher Leerstand war, bedienen heute Händler und Gastronomen. Ein gutes Beispiel ist der Bäcker. Eigentlich wollte er schließen, doch der Verkauf lief so gut, dass er expandierte. Oder das Hotel Anklamer Hof. Die neue Mitte lockt neue Besucher in die Hansestadt. Gefragt sind jetzt auch hochwertige Übernachtungen und gehobene Küche. Wir als Investoren sind in Anklam mit offenen Armen empfangen worden und konnten mitgestalten. Wir freuen uns, dass das Stadtzentrum prosperiert und Menschen wieder herkommen. Gebaut wird in Anklam auch für die Bildung. Derzeit noch eine Baustelle, doch was die Kinder gerade besichtigen, wird später der neue Schulcampus von Anklam. Nach dem Motto »Kurze Wege für kurze Beine« werden Schulen zusammengelegt, wird die Voraussetzung für moderne Bildung geschaffen. Inklusiv und barrierefrei. Ein landesweit richtungsweisender Neubau, der auch das digitale Lehren und Lernen vereinfacht. Der Bau hier in der Innenstadt hat zwei Funktionen. Zum einen investieren wir in Bildung und damit in die Zukunft von Anklam. Und zum anderen beleben wir damit das Zentrum unserer Stadt. Das Projekt Schwedenviertel ist derzeit noch eine Vision. Die Fläche nördlich der Peene will Anklam in den nächsten Jahren umgestalten. Die Ideen reichen von einer neuen Uferpromenade über sanften Campingtourismus bis zur Lagunenstadt mit Marina. Schon jetzt können Touristen Hausboote entleihen oder zu Touren in den Naturpark Flusslandschaft Peenetal aufbrechen, das größte zusammenhängende Niedermoorgebiet Mitteleuropas. Für das Schwedenviertel und die Flussufer haben wir jetzt einen Masterplan. Es geht voran und das, was hier entstehen soll, ist an der Peene einzigartig. Die Ausgangsbedingungen waren für Anklam schwierig. Doch mit mutigen Entscheidungen gelang der Neustart. Am Markt im Zentrum erfolgte die Initialzündung. Inzwischen hat der Aufschwung die ganze Stadt erfasst.